Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spezialprogramm von Klassik TV. Heute mit etwas, das mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Es ist nämlich ein Stück für Solo-Cello. Und was gibt es für Solo-Cello, was ganz berühmt ist und wie die Bibel für Cellisten sozusagen steht? Das sind die 6 Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach. In unserem Fall heute die 3. Suite und leider haben wir die anderen 5 auch noch nicht im Klassik-TV-Archiv, aber ich persönlich werde mich dafür einsetzen, dass sich das möglichst bald ändert. Jetzt haben wir Juli 2013, mal sehen, wie schnell ich es hinkriege. Miša Majski, in Lettland geboren, Weltstar, der einzige Cellist, der übrigens bei Rostropowitsch und Piatigorsky, 2 ganz großartige Cellisten des 20. Jahrhunderts, Unterricht hatte, spielt hier in einer Villa in Italien, tolles Ambiente, die Aufnahme ist aus 1986. Die 3. Suite geht los mit einem Präludium. Die Suite steht in C-Dur, Präludium in C-Dur, beginnt sogar mit einer C-Dur-Tonleiter und entwickelt sich immer weiter mit tollen Arpeggi, was natürlich auf einem monophonen Instrument wie das Cello es nun mal ist, ein tolles Mittel ist und gerade in den Solosuiten sehr oft gebraucht wird von Johann Sebastian Bach, um eine gewisse Mehrstimmigkeit zu erzeugen. Ich spanne Sie nicht weiter auf die Folter. Genießen Sie mit mir Miša Majski und Johann Sebastian Bachs 3. Cello-Suite, Präludium. Thank you.
Das war das Präludium oder auch Prälud, das Vorspiel in drei Viertel geschrieben. Mischa Majski, ich habe schon angedeutet, kommt aus der russischen Schule. Das heißt, er greift ins Instrument, er sucht die Emotionalität, den großen Ton. Und das ist eigentlich ein Gegenentwurf zur barocken Spielweise, die auch in den letzten Jahren, angefangen von Harnoncourt, sehr, sehr populär geworden ist, die sich sozusagen, der Spieler nimmt sich zurück in der Emotionalität, und geht mehr auf Systematische der Musik, auf die Harmonien. Und Majski macht das anders. Und wie schön das sein kann, sehen wir auch gleich im nächsten Satz. Das ist die Allemande, der Deutschtanz. Nicht ohne Grund in vier Vierteln geschrieben im Vergleich zu den drei Vierteln am Anfang. Viel Spaß. Thank you.
Das war die Allemande, ein deutscher Tanz in vier Viertel. Warum eigentlich ein Tanz? Zu Bachs Zeiten war die Symphonie und ihre Form noch gar nicht erfunden. Deswegen brauchte Bach eine andere Struktur und benutzte dazu Tanzsätze. Der nächste ist gleich eine Courante, wieder in drei Viertel geschrieben. Flottes Tempo, Achtelläufe. Sehr schön. Besser gespielt als gesungen. Viel Spaß. Ein sehr wilder, schneller Satz. Ja, ich habe gerade vorher eben gesagt, dass Bach noch nicht die symphonische Form zur Verfügung hatte. Aber auch er wollte natürlich Gegensätze in seinen Arbeiten. Und wie es bei der symphonischen Form später in der dreisätzigen Variante im zweiten Satz der Fall ist, ein ruhiger Gegenpol zum ersten und dritten Satz, hat Bach jetzt an dieser Stelle die Sarabande gesetzt, die deutlich ruhiger und langsamer ist als die drei Sätze davor und auch sehr auf die Harmonien geht. Sehr viele Doppelgriffe, sehr schön und getragen. Der Ruhepol der Suite, die Sarabande. Thank you.
Sarah Bond. Bach beginnt jetzt aufs Finale zuzusteuern. Das Finale ist die Gigue und davor kommt die Bourrée 1 und 2. Bourrée 1 ist in C-Dur, Bourrée 2 in C-Moll, sind thematisch sehr miteinander verwandt. Ja, Bourrée 1 und 2 sind auch in vier Vierteln geschrieben, à la Breve gezählt, das heißt in Zweien gezählt. Die holen sozusagen aus der Ruhe der Sarah Bond wieder heraus und führen zum Finale. Viel Spaß! Thank you.
Ja, erfrischt von Bourré 1 und 2, die von C-Dur über C-Moll gehen, kommen wir jetzt zum finalen Abschlusssatz. Eine Gigue, wieder ein Dreiviertel geschrieben und auch in C-Dur, was groß über die ganze Suite geschrieben steht, das sozusagen ein dramaturgischer Zusammenhang in der Tonart besteht. Und ja, ganz besonders an diesem Schlusssatz sind die Orgelpunkte, das heißt, es bleibt ein Ton liegen. Man kann sich das vorstellen, ein bisschen wie ein Dudelsack und drüber variieren die Töne. Dadurch hat man so ein Intervall-Variationsmotiv bei einem Streichinstrument wie dem Cello gespielt über zwei Saiten, wo meist eine leere Saite unten steht und dann oben die Töne verändert werden. Achten Sie drauf, das macht viel Spaß und viel Vergnügen. Und schon sind wir am Ende unserer kleinen Bach-Exkursion angelangt. Ich hoffe, ich kann in Bälde mich mit einer anderen Solosuite von Bach zurückmelden, sobald die unser Archiv bereichert oder vielleicht sogar alle. Ich werde dafür kämpfen. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, Ihr Fridolin Meindl.